pass auf dich auf. Schnaps her, Zwerg! Der Schnaps hat dir schon die Sicht vernebelt. Du kommst zurück? Warum? Ich habe die Mörder deiner Frau bestraft. Bleib mein. Geh auf den Friedhof und sieh nach, was von ihnen übrig ist. Finde ich. Wirst du denn jetzt die Brücke ausbessern? Bessere ich. Aber deine Hände dürfen nicht mehr zittern. Kein Schnaps mehr. Gedanken jetzt friedlich. Gut, Pfad. Gut, Pfad. Sei vorsichtig hier. Wohin so eilig? Hast du sie gestern gehört? Wer hat das nicht? Die Kinder haben vor Angst geweint. Monster so dicht am Haus? Das hat's lang. Du schuldest mir 200 Orens. 100 bekommst du. Ich habe mit dir und dem Troll eine Vereinbarung getroffen. Er hat Wort gehalten, du nicht. Ich hab nicht so viel Geld. Dann such mal gründlich. Und wenn ich nichts finde? Dann suche ich. Du Räuber, da hast du's. Steckst dir in den Arsch. Sieh an, der Hexer. Aber wir werden uns verteidigen, wie unsere Väter vor uns. Und ab. Guck, der Hexer. Was der wohl macht? Habe die Ehre.
Keine Achtung. Du aber hässlich. Endlich naht Hilfe! Ich dachte schon, es sei um mich geschehen! Was ist mit dir? Mit mir nichts! Aber mein Freund ist in diesem verfluchten Spital geblieben! Cedric sagte, es seien zwei Leute nicht aus den Ruinen zurückgekehrt. Ich bin Rupert Brandhuber, Medikus aus Edirn. Mein Freund und ich suchen nach seltenen Heilpflanzen. Dieser Wald ist nicht gerade der ideale Ort dafür. Man hat uns gewarnt, aber wir haben's in den Wind geschlagen und sind zur Ruine gegangen. Keine Spur von Kräutern, aber da unten war etwas Grässliches. Ich konnte fliehen, aber Gridley... Was war das? Hörst du? Das ist Gridleys Hund. Spürst du das auch? Da kommt etwas. Rette mich! Ihr lernt es wohl nie. Thank you.
Verrückter als die Irren. Diese Gier. Du aber hässlich. Liegt was in der Luft. Das wird keine angenehme. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Ja.
Ich muss dieses Nest hochjagen. Ich muss dieses Nest hochjagen. Was ist mit mir? Cedric, dieser Mann hat. Was war? Spürt.
getroffen. Verrückter als die Irren. Diese Gier. Alle Achtung! Konnten Sie nur! Diese Menschen waren unschuldig. Und ich? Ich werde nicht mit dem Feuer spielen. Yeah.
Blut, Blut. Wo kommt das Blut her? Wegwischen. Bis auf die Knochen, bis auf den Stein. Ist das meins? Tut nichts. Weg da. Tut so weh! Bitte, hilf mir! Gib mir Medizin! Sie sollen leiden! Sie verdienen es! Der Boden bewegt sich! Er kriecht auf mich zu! Lass mich. Verschwinde. Ganz ruhig. Das war nicht meine Schuld. Ich war das nicht. Ich war es nicht. Was warst du nicht? Feuer. Überall Feuer. Das sollte nicht passieren. Ich wollte das nicht. Ich schwöre. Wenn ich dich nicht beruhige, erfahre ich von dir nicht viel. Vielleicht sind ja nicht alle Medikamente verbrannt. Verschwinde. Nicht näher. Verschwinde. Was ist los? Wo bin ich? Nur ruhig. Rupert hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Rupert? Er lebt? Hör zu. Du und dein Kumpel, ihr seid Halunken. Das merkt man gleich. Dieser Ort hat eine grässliche Vergangenheit und es würde mich nicht wundern, wenn ihr damit zu tun hättet. Verstehst du, was ich meine? Ja. Schön. Erzähl mir die ganze Geschichte und nichts auslassen. Geschichte? Es gibt immer eine Geschichte, Gridley. Nun red schon.
Ach, wir waren Soldaten im Dienst von Edom. Im Nilfgaard-Krieg habe ich Rupert im Lazarett ausgeholfen. Unsere Einheit war in diesem Haus stationiert. War uns einerlei, wer hier lebte. Die Irren waren harmlos. Jedenfalls am Anfang. Eines Tages erwischten die Kundschafter einen Nilfgaarder, der dabei gewesen war, wie Beute aus Edirn versteckt wurde. Ein Riesenglücksfall. Es gab die unglaublichsten Geschichten über diesen Schatz. Jedem schwarzen Kriegsgefangenen hatten wir auf den Zahn gefühlt. Und diesmal dem Richtigen. Wir beschlossen, ihn zum Reden zu bringen. Durch Folter? Der Anführer befahl, ihn aufs Rad zu flechten. Aber Rupert sagte, er wisse ein besseres Mittel. Kräuter aus der Umgebung, die jeden zwingen, die Wahrheit zu sagen, der sie als Tee trinkt. Der Kommandant verhörte den Gefangenen und zeichnete eine Karte. Ganz schön aufgeregt waren wir. Übermütig. Haben den Schatz schon mal aufgeteilt. Der Priester, der die Irren betreute, hat Schwierigkeiten gemacht. Einer von uns hat ihn erschlagen. Klappt ja mit dem Erzählen, Ridley. Hast Chancen, hier heil rauszukommen. Wie ging's weiter? Der Gefangene hat das Versteck verraten. Der Kommandant hat ihn trotzdem vierteilen lassen. Vor den Augen der Insassen. Die sind völlig ausgerastet bei dem vielen Blut. Wir mussten die meisten abstechen. Irgendwann ist das Feuer ausgebrochen. Weiß nicht genau wann. Hat jemand überlebt? Ja, ein Mädel. Das haben wir mitgenommen. War still und willig, dachten wir. Bis sie in der zweiten Nacht den Kommandanten abgemurkst und sich mit der Schatzkarte verdrückt hat. Wir haben sie nicht gefunden. War ja Krieg. Wir hatten nicht viel Zeit, sie zu suchen. Und dann kehrt ihr nach all der Zeit zurück? Was habt ihr gedacht? Dass ihr sie hier findet? Ich hatte genug Pech im Leben. Rupert noch mehr. Das war eine Chance für uns. Das Glück war uns doch einmal hold. Wer weiß, vielleicht hat es uns nicht verlassen. Darauf würde ich nicht zählen. Das ist ein übler Fluch, mit dem wir es hier zu tun haben. Wir täten gut daran, die Überreste dieses Nilfgaarders zu suchen. Verschwinde! Verschwinde! Lass mich! Verschwinde! 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 Ein Wolf kommt selten allein! Was willst du? Ihren Tod? 2 von 20 kehren dahin zurück, wo keiner mehr ist. Ein einziger richtet sie. Ist er gnädig, füttert er die Toten mit ihnen? Ist er unerbittlich, gibt er ihnen, wonach sie begehren? Eine Prophezeiung, wie schön. Hätte ich mir denken können. Bringst du mir ihre Herzen? Esse ich mich an ihrer Feigheit satt. Bringst du mir ihre Augen, banne ich ihren Blick. Das ist dein Vorschlag? Also gut. Ich werde dem Fluch ein Ende machen. So oder so. Ich bin dem Geist eines Nilfgaarders begegnet. Komm, wir gehen nach oben zu deinem Freund. Ridley, du lebst! Was ist da unten geschehen? Ich habe den Geist des kaiserlichen Soldaten gefunden. Du bist doch ein Hexer! Werd ihn los!
Der Geist will sich rächen. Er hat euch an den Ort des Verbrechens befohlen und wird den Fluch zurücknehmen, wenn er euch bekommt. Bei den Göttern! Du willst ihm doch nicht etwa helfen! Er verlangt eure Herzen und eure Augen. Oh Götter, tu was! Leg ihn rein! Das wirst du doch schaffen! Natürlich. Ich könnte ihm auch Neckarherzen bringen. Ich weiß nur nicht recht, was ich davon halte. Hexer, ich flehe dich an! Warum holst du nicht Schweineaugen beim Metzger und Schweineherzen? Du kannst uns doch nicht dem Geist ausliefern! Schweineherzen? Welch poetische Gerechtigkeit! Zurück. Mit Herzen und Augen. Versprich, wenn ich dir gebe, was ich dabei habe, gibst du diesen Ort frei. Nicht so hastig, Hexer. Ich will den Pakt. Schwöre bei deinem Fluch. Entweder hältst du Wort oder du bekommst deine Rache nicht. Gut. Ich traue dir. Mögen die Schatten in die Finsternis zurückkehren. Möge der Wahnsinn Linderung finden. Möge das, was starb, begraben werden. Ich entsage der Macht über diesen Ort. Und nun gib mir, was du mitgebracht hast. Du Narr! Einen Toten kannst du nicht betrügen. Du wolltest mir die Rache nehmen. Deshalb teilst du jetzt das Schicksal dieser Schurken. Achtung! Ich habe den Geist des Nilfgaarder Soldaten vernichtet. Ich danke dir, Hexer. Der Fluch ist aufgehoben, doch die Schuldigen müssen bestraft werden. Was hast du vor? Ich bringe euch zu Loredo. Er soll euch richten. Aber nicht zu ihr. Wir gehen nirgendwo hin. Schweig. Wen schleppst du da an? Verbrecher. Loredo soll sie richten. Nun sieh sich einer diesen Möchtegern-Gesetzeshüter an. Verschwinde!
Gäste? Wimmet? Nur herein zu mir. Da wollen wir der guten alten Zeiten gedenken. Spielst du Soldaten und Eichhörnchen mit mir? Ah, meine Verehrung. Der Eintopf dürfte fertig sein. Stör den Künstler nicht beim Schaffen bei. Nur wenigstens. Weißer Wolf, hast du eigentlich Rotkäppchen gegessen? Ah, guten Tag. Ein schöner Tag, nicht wahr? Habe die Ehre. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun?
Was gibt es Neues, meine Liebe? Guten Tag. Ich möchte mir kurz die Waren ansehen. Entschuldige die Neugier, aber sollst du nicht den Kairan umbringen? Ich habe diesen Ort so satt. Und dann heben sie endlich die Blockade auf. Sei gegrüßt. Ich bin Führer Vanti, Händler. Loredo lässt die Händler erst frei, wenn's ihm passt. Offenbar braucht er euch. Wozu denn, verdammt? Will er eine internationale Messe abhalten? Ich bin König Demavents Untergebener und sage dir... Demavent ist tot. Kommen wir jetzt zum Geschäft, wenn's recht ist. Tagsüber plärren die Belger, nachts stöhnt der Alte. Und wie ist das Landleben? Wie nett! Sind ja schöne Verhältnisse hier. Der Zwergenschmied betrügt Ehrbare. Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Spuck's aus. Was essen Hexer eigentlich? Pilze? Wieso denn Kartoffeln? Ist doch auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wieso soll er keine Kartoffeln? Was? Ja, kein schlechtes Wort. Wie lebt es sich mit den Soldaten, Roschs? Toll. Ich kenne so ziemlich alle Fäkalwitze der Welt und weiß nun, dass man den offiziellen Titel des Kaisers rülpsen kann, ohne vorher Bier getrunken zu haben. Außerdem weiß ich, dass der Kurze 16 Kinder hat. Und alle tragen die Namen temerischer Divisionen. Sein Spitzname rührt übrigens nicht von seinem Geschlechtsteil her. Aber nett, dass du dich um mich sorgst. Deine Stimmung scheint ja prima zu sein. Ich mag sie irgendwie. Es sind gute Menschen. Einer hat mir sogar einen Antrag gemacht. Wer ist der Wagemutige? Das behalte ich für mich. Ich dachte, dass Roschs Jungs wenigstens ein klein wenig Respekt vor mir hätten. Verpiss dich! Ich will hier keinen Ärger, verstanden? Willkommen! Thank you.